Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer 29 Uhr Folge. Willkommen hier zu FIFA 20 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einer neuen Folge. Heute Vormittag gab es eine neue Folge der Hertha BSC Trainerkarriere. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Des Weiteren habt ihr unten reingeschrieben in die Kommentare in der gestrigen 20 Uhr Folge, dass ihr Lust habt auf ein paar Champions League Packs. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal dieses Bundle geholt, wo man eigentlich, also man kriegt das Bundle und man kriegt halt nur Punkte für, und mit den Punkten kann man sich dann ein paar Packs holen. Mal gucken, wie weit wir kommen mit den Punkten, die ich jetzt gekauft habe. Wir schauen einfach mal rein, Leute. Und ich würde sagen, 1, 2, 3, zack, öffnen wir das Pack. Und da habe ich jetzt die 200 Rundenpunkte drin. Und ja, deswegen, wir gehen auch jetzt direkt rein hier ins Champions League Event. Und mit diesen Rundenpunkten, die Spiele habe ich übrigens noch nicht gemacht. Gegen Skillspiel muss ich auch noch machen oder Versus Angriff. Aber ich spiele meistens die Skillspiele, da ich da halt auch, wenn ich Versus Angriff verliere, kriege ich halt weniger als im Skillspiel. Deswegen, ja, Woche 1. Ich habe mich immer noch nicht so wirklich entschieden, in welche Woche ich hier meine ganzen Punkte ausgeben soll. Gulagi könnte ich rein theoretisch einfach ins Tor stellen. Dann könnte ich Cannavaro zur Not auch reinstellen. Dann würde Cannavaro da... Aber ich... Woche 1, Woche 2. Wen gibt es da als besten Spieler? Ich gucke mir natürlich immer nur die Besten der Besten an. Da gibt es Casemiro und Müller. Es bringt alle 98er bringen mir nichts, nicht so wirklich was. Deswegen gehe ich einfach im ersten Pfad, würde ich sagen, lang für Gulagi, oder? Oreaka. Ja, komm, wir probieren Gulagi vielleicht zu holen. Das Wichtige sind ja auch hier die Skillboosts, die man hier unter anderem bekommt. 250, 500, 750. Heißt ja nicht am Ende, dass wir safe Gulagi bekommen. Also wir bekommen ja nicht safe den 98er-Spieler. Ich hole mir jetzt erstmal die ganzen Belohnungen ab. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich habe es nämlich nicht durchgerechnet, wie viele Punkte man insgesamt braucht. Aber ich denke mal, dadurch, dass ich jetzt schon einen Bundle gekauft habe, komme ich relativ weit. Ob ich jetzt bis zum Ende kommen werde, glaube ich nicht. Da braucht man, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, 400, 500 Punkte braucht man da schon insgesamt für. Das heißt, wir können da die letzten Packs dann in den nächsten Tagen öffnen. Das heißt, in den nächsten Tagen, ja, Champions League Meisterspieler, 92 plus Spieler haben wir ja da mindestens drin. Bedeutet Gulagi, Gosens, Orea oder Forsberg haben wir dann in dem Pack. Natürlich hoffe ich, inshallah, auf Peter Gulagi. Übrigens habe ich eben gerade die Bundesliga-Konferenz geschaut. Und bevor ihr reinschreibt in die Kommentare, Hertha nur einen 2-2 gegen Werder Bremen. Man hat gegen Bremen 0-2 hinten gelegen. Ich weiß nicht, wie, mit was für einer Einstellung man in das Spiel gegangen ist. Wahrscheinlich, man wollte natürlich nach der letzten Woche hatte jeder damit gerechnet, dass Hertha davon gelernt hat, sage ich mal. Aber wie man dann in die Partie gegangen ist, ich finde, ja, nach 10 Minuten 0-2 hinten zu liegen, ist natürlich absolut bitter. Danach hat man meiner Meinung nach über ganz, ganz weite Strecken des Spiels besser gespielt als Werder Bremen. Man hat sogar fast sogar noch einen Elfmeter bekommen, und aus meiner Sicht, korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe, aber es wurden schon so viele Elfmeter gegeben innerhalb der Bundesliga durch Videoschiedsrichter etc., wo das Handspiel halt einfach, wo der Ball an die Hand gegangen ist, egal ob eingezogen oder nicht eingezogen, hier zack, so ran, an ins Körper gezogen, und das war ja von Moisander, war es glaube ich, rangezogen, aber der Schiedsrichter hatte als erstes Elfmeter gepfiffen und es war keine klare Fehlentscheidung, und der Videoschiedsrichter sollte doch nur oder darf doch nur in klaren Fehlsituationen einschreiten oder nicht. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Natürlich sage ich das jetzt aus Hertha-Sicht. Wenn das gegen uns passiert wäre, hätte ich auch wahrscheinlich gesagt, klar, der war angezogen, der Arm, kein Elfmeter. Aber wenn der Schiedsrichter entschieden hat, das ist ein Elfmeter, und der Videoschiedsrichter eigentlich nur eingreifen darf, dass, wenn es eine klare Fehlentscheidung war. Aber es war keine klare Fehlentscheidung aus meiner Sicht. Eine klare Fehlentscheidung wäre, wenn jemand ein Handspiel gemacht hätte, der nicht mal ein Handspiel gemacht hat oder so, keine Ahnung. Aber es, für mich war es keine klare Fehlentscheidung, weil das war ja in der Bewegung zum Reinziehen. Da hat er den Ball getroffen. Es war ja nicht so, dass er so den Ball getroffen hat, also wenn er so stand, dass er da hier den, die Hand an den Ball gekommen hat, sondern er ist in der Bewegung, ist der Ball an die Hand gegangen. Und das ist für mich keine klare Fehlentscheidung. Oder wie seht ihr das? Und bitte schreibt nur unten rein in die Kommentare, wenn ihr wirklich das Spiel gesehen habt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich musste mich natürlich hier ein bisschen aufregen. Ich habe auch noch überlegt, ob ich so ein, ja, ein
Ansagevideo nicht, also jetzt nicht, aber so ein Statement-Video macht auf meinem anderen Kanal. Mein erstes Pack hier, Cucurella, 84er Elite-Spieler, Europa League. Ja, was soll ich dazu jetzt großartiges sagen? Ist halt ein 84er, werde ich sicherlich nutzen, um mein Spiel, um mein Team ein bisschen hoch zu pushen. Ja, so 25.000 Erfahrungspunkte, die schmecken natürlich auch. Die 3.000 Münzen auch. Skillboost nochmal. Kriegen wir heute noch einen Spieler oder war das jetzt mit dem ersten Spielerpack? Ne, einen 86-Plus-Spieler kriegen wir noch sicherlich. Jetzt nochmal. Ja, das schaffen wir easy. Jawohl, 3.000 Münzen. Die Münzen nehme ich alle sehr, sehr, sehr gern mit. Skillboosts auch. Umso mehr Skillboost, desto ein höheres Team haben wir dann logischerweise. So, jetzt hier kommt der 86er Elite-Europa-Spieler. Kann eine Champions-League-Spielerkarte sein, kann ein Europa-League-Spieler sein. Und es ist natürlich nur ein 86er Goldson. Was ist denn das, ey? Da bin ich jetzt enttäuscht. Der nächste ist dann schon der Champions-League-Meisterspieler. Aber den werden wir heute sicherlich nicht bekommen, da jetzt hier die 150 Skillboost schon 30 Champions-League-Punkte kosten. Aber das ganze Event läuft ja noch einige Tage, Wochen. Wir müssen gleich mal nachschauen, weil ich weiß gar nicht, wie lange es überhaupt läuft. Das ganze Event hier. So, 500.000 Münzen. Und das war's dann erstmal. Nächstes Mal. Also wenn ich dann wieder genügend Punkte habe, kann ich die ganzen anderen Pfade noch abholen. Wie viel brauche ich denn jetzt noch? 45, 95, 155, 155, 225, 305. 395, 495 Punkte brauche ich jetzt immer noch. Holla der Waldfrosch. Junge. Und hier brauche ich dann nochmal 50, um nochmal einen Spieler abholen zu können. Du kannst jeden Spieler nur... Ach nee, man kann dann so oft wie möglich... Man kann dann immer wieder dieses Pack holen, bis man alle Spieler hat. So verstehe ich das. Ja, so ist es auch richtig. Okay. Ja, für welchen Pfad habt ihr euch entschieden? Schreibt es gerne unten rein in die Kommentare. Kurzer Nachtrag, das ganze Event läuft noch 13 Tage. Da können wir einige Punkte noch holen. Gerade durch die CPU-Spiele, die ich hier noch machen kann gegen die Vereine. Ups, das war jetzt gefettfingert. Gegen Liverpool und Co. Da kriege ich ja immer 10 Punkte für. Habe ich aber noch nicht angefangen. Da hat man ja eh sowieso 6 Tage Zeit. Ihr seht es ja da. Deswegen habe ich damit noch nicht angefangen. Ich überlege mir auch immer, diese Energiepunkte hier zu kaufen. Denn ist ja eh wöchentlich aktuell eine wöchentliche Aktualisierung. Deswegen bin ich da auch jetzt nicht gezwungen, jetzt direkt das Ganze hier auszugeben. Genau. Ich würde sagen, wir gehen noch rein ins Play of the Month Turnier. Normalerweise wollte ich streamen, aber da das Ganze jetzt hier schon wieder so stressig ist, ich mache jetzt die Folge fertig und danach gucke ich mir ganz entspannt Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach an. Das wird noch ein schöner Fußballabend. Ich hätte gestreamt, wenn das Turnier einen Tag länger gegangen wäre. Dann wäre ich jetzt auch nicht so unter Zugzwang, die ganzen Spiele noch zu machen. Weil ihr seht, ich habe noch 17 Spiele vor mir und ich habe noch keine Niederlage. Es kann vielleicht diese Woche es endlich mal klappen mit einem Platz in der Top 100 mit 26 Siegen, mit den besten Belohnungen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Der nächste Gegner, 103, das spielt mir perfekt in die Karten. Ich hatte, mein höchster Sieg war gegen einen 117er Gegner. Und der hatte auch kurioserweise nur 3 Tore gemacht. Ich glaube, ich hatte 5 gemacht. 5-3 hatte ich da gewonnen, wenn mich nicht jetzt alles täuscht. Let's go. Dieses Spiel sollten wir eigentlich... Ja, Verbindungsabbruch sogar vom Gegner. Schmeckt. Schmeckt, da hat er überhaupt gar keine Lust, jetzt hier gegen mich zu zocken. Verständlicherweise, weil ich halt 10 Gesamtbewertungen besser habe. Und wenn alles normal läuft, gewinne ich das Spiel. Und mache hier die Tore am laufenden Fließband. Plus, das Fließband ist gerade noch nicht in Sicht. 0-0. 0-0 nach 30 Sekunden. Hätte er vielleicht nochmal ganz normal gespielt. Wer weiß, ob er es vielleicht sogar geschafft hätte hier. Aber ich glaube eher nicht. Wir kriegen halt noch so viele tolle Chancen, sodass dann das Ganze doch sehr, sehr einseitig sein wird. Mbappé. Zack, 3-0. Ab nach unten. Wieder Mbappé, 4-0. Messi mit dem 5-0. Aber das Ganze, Leute, ist... Da machen wir einen Haken hinter. Erstes Spiel, erster Sieg. Und zweiter Gegner. Es könnte unser 15. Sieg werden. Furingo, 108er Gesamtbewertung. Ich will jetzt nicht sagen, das wird auch easy, weil es wird halt einfach nicht easy. Ich habe zwar 50% tolle Chancen, es wird vielleicht einfach, aber im Fußball ist halt alles möglich. Das hat man heute auch schon wieder gesehen an diesem Bundesligaspieltag. Schönes Freistoß-Tor hier von
War das Messi? Ich weiß gar nicht. Nächste tolle Chance, Mbappé, komm, hau ihn rein. Jetzt haben wir schon mal 2 Tore. Im ersten Spiel hatten wir nach dieser Zeit nicht mal 1 Tor gemacht. Und der Gegner hatte noch ein schlechteres Team. Also ihr seht's, versus Angriff ist manchmal so tricky. Manchmal so unterschiedlich. So, zack, komm. Und das macht es ja auch spannend. 3:1, es war wieder Mbappé. Wieder in die Mitte, wieder Mbappé. Diesmal hat der Keeper den Ball. 3:1, das wird noch nicht ausreichen. Ich muss den Vorsprung hier ausbauen. So baut man den Freistoß, hier den Vorsprung aber nicht aus. Mbappé mit dem Rainbow, Mbappé mit dem Tor, mit dem 4:1. Faust in die Facecam, da kann schon mal die Faust hier in die Kamera, da kann man schon die Faust mal in die Kamera halten für so ein Türchen. 5:1 macht er hier leider nicht gut, der Mbappé diesmal. 5:1, komm, 6:1. Freistoß, 6:2, 7:2. Ja, das packen wir und das haben wir auch schon jetzt gewonnen, Leute. Das kann der Gegner nicht mehr schaffen. Also EA spielt uns hier heute schon in die Karten. Ich hoffe, Leute, wenn es ein 30-0 wird, ne, dann lade ich, wenn es ein 30-0 wird, Leute, ich sag's euch so, wie es ist. Wenn es ein 30-0 wird, was mache ich dann? Dann lade ich um 21 Uhr ein 5-Sekunden-Video hoch mit der Faust in die Facecam hier. So, dass ich mache einfach nur so, Leute. Wenn ich wenn ich nachher die anderen Spiele gemacht habe und es ein 30-0 gewonnen, dann lade ich um 21 Uhr heute auf meinem YouTube-Kanal am 7.3. um 21 Uhr, genau um 21 Uhr, ein 5-Sekunden-Video hoch, wo ich einfach nur meine Faust in die Facecam strecke und halte. Und dann wisst ihr ganz genau, ja, der Paxway hat 30-0 geschafft. Ja gut, gegen Bolter könnte man das Ganze schon jetzt erledigt haben. Also wenn ich jetzt die erste Niederlage kassiere, dann wisst ihr, es gibt um 21 Uhr auf jeden Fall kein Video. 113 gegen 113, der Gegner hat 10 Chemistry-Punkte mehr, macht aber keinen Unterschied, weil die 10 Punkte nichts ausmachen. Sprich, ein Duell auf Augenhöhe, Leute. Hatte ich ja hier schon lange nicht in der 20-Uhr-Folge. So, let's go, Mané. Let's go, Sadio Mané. Hat wohl keine Lust, dass ich ein extra Video um 21 Uhr hochlade. Mit meiner Faust. 0:2. Allgemein, der Gegner hat wahrscheinlich keine Lust auf dieses Video. Das war schön gemacht von... Oh, dann läuft er in die Hacken von Mbappé. Ja, das war's doch schon wieder komplett. Da an dieser Situation sieht man, ja, nee, das kann nichts werden. Wenn man so ein Müll... Ach, das ist doch lächerlich. Wer war Mbappé? Ich müsste dafür abstoßen. Ohne Witz, Mann. Junge. Was läuft denn bei dir falsch? Ulrike Peter, ich habe gegen dich gespielt. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Video war. Vielleicht versus Angriff. Pax Unite hat ein Video hochgeladen. Mein Bruder hat jetzt ein Video gerade hochgeladen. Ja, moin. 2:3. Ich spüre wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer hier. Einen klitzekleinen Hoffnungsschimmer habe ich jetzt doch wieder bekommen. Ab nach unten. Messi, ja. 4:5. Komm. Gönn. 5:5. Let's go. Mbappé, einen Unentschieden würde ja auch rein theoretisch noch. Ach, komm. Mbappé, Junge. 7:7. Nein, gib mir doch noch einen Angriff. 7:7, macht der Gegner noch das 8. oder bleibt es beim 7:7, Leute? Es bleibt beim 7:7. Es wird also spannend und ich bleib dabei. Und ich bleib jetzt hier auch dabei, ich mache kein weiteres Spiel. Das war's mit der 20-Uhr-Folge. Und mal gucken, Leute, lasst euch überraschen. Vielleicht schaffe ich die 30 Siege und ihr wisst ja, wann und wie ihr das seht, ne? Ansonsten kommentiert um 21 Uhr bei dieser 20-Uhr-Folge #Loser. Das erlaube ich euch mal. Leute, ich bedanke mich. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.